Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Ein aufriesiger Marsch. Wir werden hier heute Schweine versorgen, Schweine ausmisten. Oh, wir haben die viel Mist gemacht. Und verkaufen von allgemeinen Waren, die wir uns hergestellt haben. Dünger, vielleicht auch Trikale, mal sehen, wie die Preise sind. Und wenn es Geld reicht, laufe. Ja, ob heute glaube ich eher nicht, aber ansonsten werden wir noch sehen, dass wir Dings gebaut kriegen. Ein Schlachthof, weil unsere Schweine bald soweit sind. Und dann geht das zur Wurst, ne? Aber das muss man halt mal sehen, dass wir immer das Geld kriegen dafür. Wir haben nicht so viel. Wir kommen gut zurecht zurzeit, aber großer Bauen ist nicht. Wir müssen Schweine versorgen. Das heißt, dass wir jetzt einmal jetzt zu den älteren Tieren fahren mit den vielen Felder schon. Leider haben wir das Problem Stau in den Ställen. Ich möchte mir jetzt keinen Stall mehr zulegen. Ich möchte eigentlich mir eigentlich einen großen kaufen. Das heißt, ich muss diese eigentlich irgendwann verkaufen. Und dafür stelle ich mir einen großen her, ne? Dann leichter nur einen Stall versorgen müssen statt vier oder eigentlich fünf oder sechs später, ne? Aber jetzt muss man so sehen, wie ein Küken kommt. Ne? Die Dinger sind ja voll mit Tieren, ne? Gut, der eine würde noch vier reinpassen, aber das ist hier jetzt, das macht es ja jetzt auch nicht aus, ne? Würde ich auch deswegen auch nicht mehr oder weniger schaffen. Ja, wir haben späten Winter. Morgen beginnt der Frühling. Da ich mit drei Tage spiele, scheint ein bisschen mehr Stress zu sein, aber wir kommen aber auch schneller voran, ne? Weil die Tiere sind ja entsprechend schneller wachsen und kriegen auch schneller entsprechend Kälber zu Ferkel. Das heißt, in der Beziehung können wir mehr Geld verdienen, allein durch die Tiere. Ne? Landwirtschaft natürlich auch, weil wir entsprechend mehr ernten können. Natürlich muss es am Tag oft auf 1 gespielt werden, weil das würde ja gar nicht funktionieren, wenn wir jetzt hier auf 5 spielen würden. Das wird ja. Aber das kann ja jeder für sich alleine entscheiden. Also ich wollte mal einmal testen, 3 Tage, ob ich das im nächsten Jahr auch so mache. Da bin ich jetzt mal ganz offen. Ich kann mir doch durchaus vorstellen, wieder auf 6 Tage abzuspringen. Sobald wir sowieso mehr Arbeit haben, ne? An sich, Felder und so, wäre das vielleicht sogar angebracht, auf 6 Tage umzuspringen. Aber wie gesagt, das kann man ja nur im Winter machen. Ne? Also wenn der Winter beginnt, springen wir um. Aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal muss der Frühling kommen, ne? So, jetzt haben wir immer den ersten Gang erledigt, und zwar haben wir jetzt Futter ergeben. So, jetzt fahren wir rüber zu den etwas größeren Ferkeln, ne? Die sind ja schon etwas größer, im Grunde schon bald schlachtreif, also den Stall für die Schweine müssen wir bald haben, ne? Also das ist jetzt bald Pflicht, irgendwann spätestens im Frühling, ne? Also wenn nicht heute, dann halt morgen übermorgen, ne? Dann sind die Schweine auch gutes halbes Jahr alt, eigentlich noch zu jung zum Schlachten, aber ja, mal sehen, muss ich mal jetzt sehen, ne? Also kippt auch Deckel zu, ne? Deckel geht nicht zu, den kippt man nach vorne ab und fahren wir vorne an. Die werden wir gleich alle Wasser geben. Kühe haben Wasser, die anderen Schweine, da geben auch noch Wasser, die vorne sind. Ich meine, die Tiere werden alle versorgt, auch wieder die Pumpe, ne? Also selbst wenn ich jetzt Wasser nicht geben würde, würden die trotzdem Wasser kriegen. Ein gewissen Maß an Prozentsatz bleibt immer drin im Trock. Aber ich mag es ganz gerne, wenn die Wasserbehälter voll sind.
Also schön, dass es einen Modder gibt, der sowas macht. Die Teile gingen anfangs nur im Originalstall. Aber mittlerweile gehen sie auch in den anderen Stall rein. Das ist ganz gut so. Dass wir hier nicht mehr in den Tankwagen fahren müssen, ne? Weil Tankwagen fahren ist das eine, wir müssen auch mal warten, bis er voll ist, ne? Und das nervt. Also im Winter brauchen die Schweine ein bisschen mehr Futter. Mal sehen, ob die 42.000 hier reichen. Die haben einen richtigen Kohldampf, ne? Also Nase juckt. Dann habe ich ja gedacht, dass der Malz richtig lange ausreicht, aber hat er gerade mal ja nur eine Fütterung. Nee, hat nicht gereicht. Naja gut, in dem Falle. Ich glaube, das andere Mal hatten wir der Stall schon erst nach 2 Tagen versorgt, ne? Und das ist dann mir eigentlich zu knapp von der Zeit her. Aber das können wir machen normalerweise. Normalerweise ist es jetzt könnte man machen, ne? Also aber so kommen wir mit Einhänger gut aus und können dann zurückfahren und dann den Rest in einen anderen Stall geben, ne? Da können wir eigentlich einen anderen steht wieder einen Weg und sehen anders anfahren, ne? Irgendwie mal schauen. Wasser haben sie nun gekriegt, Futter auch. Muss man einmal die Gülle zur BGH fahren. Ja, die Gülle kann zur BGH, ne? Also auch wenn es nicht viel bringt. Aber man freut sich, ne? Ja, der Traktor schön wendig, das ist gut. Universal einsetzbar. Hat nämlich eine dicke Power auch für Flügen, ne? Eine Bereifung dazu und schon geht das, ne? So. Da sind sich hier alle versorgt. Den Rest geht dann in Richtung, ja, anderen Schweinestall. Dann müssen wir sehen, dass wir mal Mischfutter fahren für die Kühe. Den Rest, dann kann der immer stehen bleiben. Mischfutter. So. Jetzt haben wir die Tiere versorgt, die Schweine, die haben Wasser, die haben Futter. Und die Kühe haben eigentlich auch alles. Der Hof ist ein bisschen, hakt ein bisschen, ne? Also aber die Leistung ist nicht so erschreckend, ne? Temperaturmäßig passt auch. Das können wir eigentlich stehen lassen normalerweise. Wir müssen überlegen. Ja, können wir. Wasser geben wollte ich noch. Hier habe ich lange gesucht, den Punkt zu finden. Für die Pumpe. Die Pumpe ist, falls einer mal einen Stall nehmen will von Castor, die Pumpe ist hier vorne irgendwo. Oder? Oder war es hier? Wie in die Ecke, da habe ich hingekriegt. Und da wird trocken Wasser voll. Ja, so, was wollte ich machen? Also Wasser haben sie jetzt. Kühe haben einmal genug. Ja, Gülle verkaufen für eine Ernte, ne? Mist können wir auffüllen. Gärreste können wir holen. So. Fahren wir lieber so. Und fahren dann hoch das Förderband. Ne? Wir müssen ja auch den Mistlager leer machen, weil irgendwann ist das ja auch voll. Ne?
Da hätten wir normalerweise auch ein bisschen mehr schon früher den Bunker leer machen müssen für Dünger. Dann wäre das auch anders gelaufen. Da hätte ja ein bisschen mehr arbeiten können. Ne? So. Das kann er mal dabei laufen. Deswegen gehen wir ganz kurz rüber zum BGH. Und werden die Gärreste jetzt entsprechend rüberfahren. Oh, das arbeitet noch fleißig. Man kann auch die Gärreste verkaufen, ne? Also genauso auch zum Dünger verwenden, aber Dünger ist hier sehr aufwendig und zeitintensiv, ne? Also wäre zu überlegen, ne? Ups. Ein ganz wilder Fahrer. Mit einem roten LKW. Nicht zu wechseln, ist kein Ferrari, ne? So, die kippen wir noch rein in die Dünger und dann können wir gleich, wo er leer macht, den ersten Dünger verkaufen. Nutzt ja auch nichts. Die müssen ja Geld verdienen, ne? Schön voll geworden. Na, in die andere Richtung wollte ich gehen. Ja, Mist ist schon reichlich und Dünger ist auch wieder reichlich. Dann sind ein Dinge voll. Weil man kann da nachts produzieren, ne? Und wir schauen mal nach dem besten Preis für Dünger. Bier wollen wir auch mal sehen, ne? So viel zahlen jetzt auch nicht dafür. Wie geizig die Jungs. Ja, Gärreste haben wir reichlich. Stroh haben wir noch 500.000. Dünger, Junge, Dünger war gewesen. Dünger. 115.000. Rein theoretisch. 1008. Reifeisen, Hafen, Getreide AG. Getreide geht ganz damit weg und der Hafen ist Reifeisen zahlt noch am meisten. Dann fahren wir zu Reifeisen, ist um eine Ecke, Anführungszeichen. Haben wir eine Lücke gelassen? Ja, ist. Wie gesagt, Dünger ist schwer, also fährt sich auch blöd, in Anführungszeichen. Mit den LKWs. Da muss ich mal schauen. Ob ich da nicht im anderen mir leihen kann. Kann man gleich probieren, ne? So, LKWs, was haben wir da? Die beiden haben wir. So was hier in Richtung. Das ist mit Hakenlift, das ist ein anderes Fahrzeug. Das sind die Originalfahrzeuge. 550 PS, 620 PS. Den habe ich hier. So, und der war Mod. War auch nicht dolle, ne? Ist doch nicht besser. Müssten mal anfangen mit Ausleihen mit. Der hat 460 PS. Einfach mal leihen. Ne? Dann muss es helles Blau sein. Ne? So hell Azur. Ne, haben wir nicht da. Wir, ne, wir mieten. Weil ich will mal sehen, ob die LKW besser sind.
weiß. Irgendwo. Ich glaube mir, dass hier die LKWs so instabil fahren, ne? Park mal vors Haus hier. Park mal das Auto einpacken. Hier wohnt ja eh keiner. Hier ist alles ruhig und Jalousien sind zu und die Garage ist zu. Hier ist keiner. So, ab zur Garage. Oh, das ist kalt. Ha, das im Winterbahn, du. Weiter, der Graben ist tiefer geworden. So, zwei Achse. Ob der besser ist für die ganze Chose, werden wir gleich sehen. Wie gesagt, wenn die LKWs leer sind, mit Anhänger, also Anhänger leer sind, dann geht's. Aber sobald die irgendwie Last drin haben, geladen sind, ist das zum Bremse ist gut. Leer jedenfalls. Ne? Soll man dazu sagen. Also wenn die Last drauf ist, dann ist er ganz schön belastet. Wie gesagt, im Original ist ja so, dass eigentlich ein Anhänger dran hängt, nicht zwei. Muss man dazu sagen, ne? Ja, da wackelt genauso. Aber ich habe keine anderen Anhänger, also beziehungsweise ich müsste mir einen LKW kaufen mit Originalanhänger und dann ein Anhänger. Jo, machen wir noch Verkauf. Jetzt haben wir eine andere Anzeige hier. Macht keinen Scheiß. Wegen hier Aufnahme. Ja. Ja, wenn das Programm nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, dann ist es immer ein bisschen nervenaufraubend, also da hinzukriegen. So. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Und seid mal tschüss und winke winke, ciao, ciao. Ja, mal sehen uns gleich wieder zur nächsten Folge hier auf dem Marsch. In, ja, wie heute oder morgen. Ne? Tschüss.